Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tobi's Playground zu Let's Play Sniper Elite V2. Ich starte direkt mal mit der vierten Mission in diesem Spiel. Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Tja, hat er mich gerade dreist unterbrochen und nach diesem noch dreisteren Satz, die Deutschen könnten verrotten, habe ich gleich vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, meine Stats wollte eh keiner sehen. Das wollte ich sagen. Platziertes Dynamit wird durch einen Schuss mit dem Scharfschützengewehr gezündet. So kannst du deinen Feind überraschen. Zabadai, zabadai. Ach, hier kann ich... Das habe ich noch gar nicht gesehen. Karte und Ziele. Das bin dann wohl ich. Munition aus dem Park in der Nähe. Das dürfte dann hier irgendwo sein. Und meine Bewaffnung ist natürlich mein Scharfschützengewehr. Thompson. Ja, das übliche Spielzeug eben. Wir starten einfach mal. Ich hole die Munition. Fragt sich nur, ist es der linke oder der rechte? Frage beantwortet. Boah, bevor ich mich da jetzt in den Graben begebe. Ich werde nämlich voll in die Arme gelaufen. Ist auch noch einer. Da dürfte die Munition sein. Ach, da ist auch noch einer. Den habe ich fast übersehen. Ich habe Bock auf Scharfschützenmanier und deswegen... Schalte ich die... Ach, verdammt. Direkt mal aus. Oder auch nicht. Ach, ich habe gerade ziemlich Bock, diesen Speicherstand einfach nochmal neu zu laden. So eine Fail-Kacke hier gerade. Wenigstens darf ich zur ausnahmsweise mal hier Russen erschießen. Nicht, dass ich was gegen Russen hätte, aber immer die eigenen Leute abzuballern. Ist auch nicht so prickelnd auf Dauer. Das war's nicht. Da warte ich lieber auf den Atem für den Schuss. Kann ich nicht einfach nur schätzen. Stirb, du Hund. Wer ist hier ein Hund? Vor allem, oh, da oben ist auch noch einer. Ja. Okay, da brauche ich mehr... BPM. Da ist auch noch einer, oder was? Oder wo kam der Schuss gerade her? Da.
markiere ich einmal den. Die verraten sich ja immer schon durch dieses Blinzeln. Habe ich in der letzten Folge schon mal bemerkt, kurz. Ja, wo sind die hin? Scheiße. Ah, da. Hä? Der war jetzt aber... Der hätte gehen müssen. So, noch ein Versuch. Hä? Ah, geht doch. So schlecht habe ich echt noch nie in diesem Spiel geschossen. Ich glaube, ich habe jetzt maximal 20% Zielgenauigkeit. Na, wenigstens trifft der gleich beim ersten Schuss. Immerhin etwas, ein kleines Erfolgserlebnis. Sonny! Lebt er etwa noch? Ja, der lebt noch, da verpasse ich dem mal den Gnadenschuss. So, so. So ist besser. Wir wollen nicht, dass sie leiden, auch wenn es Gegner sind. Aber wir sind ja nicht unmenschlich. Vergessen wir einfach mal, was die alles hier in Deutschland gemacht haben nach dem Krieg. Ist ja noch nicht mal passiert, also zumindest nicht im Spiel. Kann ich das hochmachen vielleicht? Nee. Geh ich mal außen rum. Noch mehr. Nur die beiden? Okay. Das finde ich wieder so ein bisschen komisch. Vorhin in dieser Fabrikanlage, da konnte man die Geräusche der Maschinen als Deckung benutzen für die Schüsse, aber wenn hier Bomben fallen, dann geht das plötzlich nicht mehr. Ja, naja, Logik ist halt was anderes, aber was soll's. Das Wichtigste ist ja, dass ich hier durchkomme. Und dass das hier eine Sackgasse ist. Super! Die Fenster sind auch alle zu, also komme ich hinten noch nicht durch. Da sind... Doch, Fenster sind zwar, aber die sind auch ganz zu. Perfekt, dann bringt das Haus ja überhaupt nichts hier. Vielleicht ist Sander ja weit genug weg, dass er den Schuss nicht mehr gehört hat. Vielleicht auch nicht. Na komm raus.
Nicht? Ah, doch. Da kommt er. Oder auch nicht. Och, Mann. Meine Fresse. Wer versteckt sich denn hier? Ich bin auf der offenen Straße. Nein! Der ist hinter der Mauer. Ab durchs Fenster, wenn's geht. Hat geklappt. Perfektissimo. Das heißt dann wohl, dass ich hier durch darf. Ja. Ein bisschen unordentlich hier. Man kann auch mal aufräumen. Prost. In den Keller. Böser, böser Sniper. Ja, hier gibt's nichts. War ja klar. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Бринцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Jetzt habe ich gerade nicht mitgelesen, was sie gesagt haben. Ich habe irgendwas von einem Sniper verstanden. Rest der Sprache war ein bisschen undeutlich. Sniper, das ist eine ganz normale Pistole hier. Ach, das ist doch Munition. Ich dachte, das gerade, das wäre ein Bücherregal oder sowas. Naja, Bücher, Kugeln, ist ja alles das gleiche. Ich mache aber einfach an dieser Stelle die nächste Pause. Und was mich dann erwartet, bis was uns dann erwartet, wenn wir hier aus diesem Keller rauskommen, seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Sniper Elite V2. Bis dann und bye bye.